Gib mir meine Unterhose, Strohhut. Nur, wenn du mitkommst. Hast du sie noch alle? Ich komm doch nicht mit euch mit, nur weil du meine Unterhose geklaut hast. Hm? Mann, stark wie ein Löwe, der nackt wie Gott ihn erschaffen hat, voller Stolz den Wellen entgegentritt. Moin Leute, willkommen zu unserem Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für eine kleine One Piece Theorie, beziehungsweise zwei Möglichkeiten einer Theorie, die Sinn machen, warum Big Mom derzeit ihr Gedächtnis verloren hat. Beziehungsweise sie weiß ja nicht einmal, wie sie heißt. Also diese Theorie habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber ich werde erstmal einen Punkt ansprechen, der sehr, sehr interessant ist, den ich noch nie nirgends von jemandem gehört habe. Und zwar erstmal zur Amnesie. Also Amnesie bezeichnet eine Form der Störung des Gedächtnisses für zeitliche oder inhaltliche Erinnerungen. Das heißt, sie kann sich dann an gewisse Sachen nicht mehr erinnern, beziehungsweise auch manchmal auch an gar nichts. So, das ist ganz wichtig. Es gibt auch mehrere Formen der Amnesien, aber jetzt kommen wir erstmal zu Ursachen. Und zwar gibt es hier zwei interessante Sachen. Die erste finde ich interessant, weil die könnte auch etwas mit Mother Caramel zu tun haben. Und zwar bei traumatischen Erlebnissen, einer sogenannten Gehirnwäsche oder Hypnose, kann es zur dissoziierten Amnesie kommen. Eine gewisse Form der Amnesie kann dazu führen, muss aber nicht. Der zweite Punkt: Schädelhirntrauma, zum Beispiel, wenn sie einen kleinen Unfall hatte. Sie ist ja ins Meer gestürzt, Big Mom. Könnte vielleicht dadurch sich irgendwie eine Gehirnerschütterung bekommen haben. Aber glaube ich nicht, da es wahrscheinlich etwas mit dem Meer zu tun haben wird. Und wahrscheinlich noch mit den anderen Punkten. Aber was ich ganz interessant finde, und zwar gibt es mehrere Formen der Amnesie. Hätten wir da eine ganz, ganz wichtige, die ich auf jeden Fall hier mal raushauen will, die echt gut möglich sein könnte. Und zwar eine transiente globale Amnesie. Das bedeutet, es ist eine vorübergehende Amnesie. Zum Beispiel, dass man eine Orientierungsstörung hat oder verwirrt ist quasi. Und man kann da nichts Komplexes machen. Trifft zwar bei Big Mom nicht zu, aber kann trotzdem eine Amnesie sein, die sich oder inspirieren lassen hat. Kann sein, muss nicht sein. Und das quasi hier steht, nach 24 Stunden soll halt per Definition die Störung vorüber sein. Nach einem Tag ist das ganze Zeug vorbei. Kann möglich sein, dass sich Big Mom nach einem Tag wieder erinnert. Aber halte ich eher für unwahrscheinlich, weil die zweite Theorie ein bisschen mehr Sinn macht. Wollte ich trotzdem mal erwähnen, weil das schon ziemlich wichtig ist, finde ich. Das Problem ist aber bei dieser Amnesie, ich habe bis jetzt keine Amnesie gesehen, wo man komplett alles vergessen hat, dass sie sich wirklich an kaum was erinnern kann, beziehungsweise nicht mal an gar nichts. Aber natürlich, was ich mir natürlich vorstellen kann, dass sie zum Beispiel wirklich nach ein, zwei Tagen, und sagen wir mal nach einem Tag, dann zwar sich nicht an alles erinnert, aber zum Beispiel dann an ihre ganze Kindheit und sowas kann ich mir vorstellen. Vielleicht erinnert sie sich nur an ihre Kindheit nur noch. Kann natürlich auch möglich sein und dann das spätere Leben halt nicht. Das können wir halt direkt nicht sagen. Oder kann es halt ein bisschen triggern, indem er sagt, okay, Big Mom weiß ihren Namen nicht, aber ich denke, sie wird es direkt dann wissen, glaube ich. Chopper könnte bei der Amnesie helfen, indem zum Beispiel ihre Erinnerungen zurückzubekommen. Ich weiß, manche sagen, das würde er nicht machen. Das Ding ist halt bei Chopper, er ist halt ein Arzt. Er bleibt sich eigentlich treu, aber er muss halt sich dann entscheiden, ob er lieber Big Mom dann hilft, dafür aber der Crew schadet. Das Ding ist aber, die Frage ist, wird Big Mom oder Crew schaden? Ist halt auch so die Sache. Weil der zweiten Theorie, wenn sie die stimmt, dann könnte es sogar sein, dass Big Mom denen helfen wird. Bin ich eigentlich auch kein Freund davon, aber dazu komme ich gleich. Das macht schon Sinn irgendwie. Aber diese Amnesie, wollte ich ansprechen, ist sehr interessant. Vielleicht nur ihre Kindheit nur noch weiß und mehr nicht. Dann ist sie quasi eine neue Big Mom, die als kleines, also ein kleines Kind im Körper einer Kaiserin, einer älteren Frau. Kommen wir zu der zweiten Theorie, die schon deutlich mehr Sinn macht. Und zwar wisst ihr ja damals, dass Big Mom als kleines Kind bei diesen Kastenzeit, dass sie dort alle aufgefressen hat. Alle Kinder und wahrscheinlich auch Mother Caramel. Und da gibt es ja die Theorie, dass sie dadurch ihre Frucht bekommen hat. Und meine Theorie, so beziehungsweise auch von anderen, ist, dass ihre Seele, also von Mother Caramel, auch in Big Moms Seele ist. Beziehungsweise kann man sich so vorstellen, dass wahrscheinlich Mother Caramel, bevor sie verdaut wurde, hört sich jetzt eklig an, aber dadurch noch mit ihrer Fähigkeit noch gespielt hat und dass sie quasi ihre Seele ein bisschen so an Big Moms anbindet, dass sie quasi dadurch einen Standteil durch eine neue Big Mom. Und zwar, indem sich die Persönlichkeit oder die Seele oder Teil der Seele mit Big Moms Seele verschmolzen hat. Und dadurch wurde eine quasi neue Big Mom, die ja, wie ihr seht, manchmal in Rage ist, manchmal ein sehr liebesvolles Mädchen ist. Also quasi so gefühlt, als ob sie eigentlich teilweise ein kleines Kind ist, teils aber auch eine ältere Frau. Wisst ihr, wie ich meine? Finde ich doch ziemlich möglich, aber davon habt ihr wahrscheinlich eh schon gehört. Jetzt will ich aber noch ganz kurz darauf eingehen zu diesen Fasten. Das ist ganz wichtig und zwar einen Tag vor der Wintersonnenwende wurde auf Elban ein großes Fest gefeiert. Dabei essen alle Riesen eine Süßigkeit namens Semla
um daraufhin 12 Tage lang zu fasten. Auch Lenin nahm an dieser Festlichkeit teil und schwärmte von den Semmler, die als Einstieg zur Fastenzeit serviert wurden. Am 7. Tag der Fastenzeit ereilte Lenin jedoch einen Fressrausch, bei dem sie lautstark nach Semmler verlangte. In einem unkontrollierten Anfall zerstörte Lenin ein komplettes Riesendorf. Also, ganz wichtig, sie hat am 7. Tag, ist sie komplett durchgedreht, weil sie sich lang fasten musste. Was ist denn, wenn wir diese Parallele haben, dass sie sich jetzt quasi wie ein kleines Mädchen benimmt, also wie ein kleines Kind, und dadurch, dass sie nichts essen bekommt, weil sie gerade auf dieser Insel ist oder sowas, halt was fressen will. Aber das Problem ist halt, ich glaube nicht, dass sie da jetzt sieben Tage lang fasten wird. Naja, Chopper ihr bestimmt was zum Essen geben wird, glaube ich. Deswegen ist es natürlich ein bisschen komisch. Wollte ich trotzdem mal erwähnen, was das doch sein könnte, dass sie vielleicht jetzt 7 Tage lang fasten muss, auf welchen Gründen auch immer. Ich weiß ja nicht, aus welchen Gründen. Kann sein. Oder weil sie zum Beispiel eine bestimmte Süßigkeit will und nichts anderes fressen will. Das kann natürlich auch alles sein. Ich denke vor allem, was am meisten Sinn macht, dass sie unbedingt wieder diese Semmlers will wie damals, da sie ja noch ein kleines Kind ist quasi, von Verhalten her. Und sie sich nur noch daran erinnern, vielleicht an diesen Semmler. Und sie will unbedingt dieses Semmler. Vielleicht bekommt sie das erst bei dem Feuerfestival oder erst nach 7 Tagen, wenn zum Beispiel sie Sanji treffen oder Sanji ihr einen Semmler macht oder keine Ahnung was. Und bis sie dieses Semmler bekommt, wird sie zum Beispiel die Wano Kuni-Stadt vielleicht angreifen und wirklich zerstören. Und dann wird sie vielleicht jemanden nicht besiegen, aber aufhalten eventuell. Und jetzt aber, da ja Big Mom ins Wasser geflogen ist, müssen wir natürlich erklären, warum jetzt Mother Caramels Teil der Seele nicht mehr dran ist. Beziehungsweise diese Persönlichkeit von Mother Caramel komplett weg ist, theoretisch. Und somit auch die Erinnerung von Big Mom, wo sie in Rage war oder wo sie als Kaiserin Big Mom, in Anführungszeichen, also als die damals neue Big Mom. Jetzt ist sie quasi die alte kleine Kind Big Mom sozusagen. Jetzt ist wahrscheinlich dieser Teil der Seele von Mother Caramel verschwunden, durch das Meerwasser natürlich. Das ist meine Vermutung. Also dann konnte sie quasi nicht mehr das aufrechterhalten, dass sie ihre Seele noch da dran setzt. Und dadurch ist sie weggegangen, die Seele. Und jetzt hat Big Mom alle Erinnerungen verloren, wo sie quasi in dieser neuen Big Mom war, also diese Mother Caramel-mäßige Big Mom war, wo sie halt in Rage war oder halt diese ernste Big Mom. Jetzt ist sie quasi noch wahrscheinlich dieses kleine Kind in einer Big Mom drin, die halt verdammt nochmal über 60 ist. Das ist echt verrückt. Und dadurch könnte sie wirklich vorübergehend mit den Strohhüten zusammenarbeiten sogar. Kann wirklich gut möglich sein. Ich weiß nicht, wie Oda damit spielen will. Manche finden es nicht so gut. Ich finde es eigentlich normalerweise auch nicht so gut. Aber vielleicht wird sie dadurch irgendwie komplett ihre eigene Persönlichkeit bekommen und wird auf gar keine Seite vielleicht irgendwann stehen. Und dann wird es auch sehr, sehr interessant, wie sie dann mit ihrer Crew etc., ob sie wirklich dann wie so ein kleines Kind ganz herbleiben wird oder ob sie eine neue Persönlichkeit bekommen wird. Das ist ganz schwierig zu sehen. Findet diese Theorie aber verdammt geil und passt eigentlich ziemlich gut. Würde ich auch irgendwie feiern. Dann hätten wir so quasi eine komplett neue Big Mom. Vielleicht würde auch dann jeder Big Mom feiern, weil sie dann dadurch eine neue Persönlichkeit vielleicht entwickelt. Sie muss ja nicht ein kleines Kind sein, sie kann auch ein Teenager sein, weiß ich. Vom Verhalten, das kann man natürlich nicht sagen. Auch ganz wichtig, sie wird jetzt auch nicht mehr so stark sein, glaube ich. Weil sie dadurch, dass sie wahrscheinlich diese erwachsene Big Mom nicht mehr so richtig benutzen kann, kann sie, glaube ich, mit ihrer Frucht nicht mehr so krass umgehen. Und dadurch muss sie quasi ihre Frucht neu entfalten. Und jetzt ist Big Mom komplett geschwächt. Aber falls sie doch nur eine Amnesie hat und alles wieder Erinnerungen zurückbekommt, könnte sie wieder ihre Kräfte zeigen. Das heißt, sie wird komplett ein neuer Charakter eigentlich sein. Ihre Kräfte neu entfachen mit der Seelenkraft etc. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Das heißt, sie wäre auch nicht zu überpowered, dann würde niemand sagen, okay, ja, wenn Big Mom Ruffy hilft, dann ist es für Ruffy easy zu gewinnen. Nein, wird es nicht, da sie ihre Kräfte oder ihre Frucht nicht mehr so gut einsetzen kann, da sie die Erinnerung dazu verloren hat, diese Fähigkeiten einzusetzen. Ich finde das auch ein sehr interessantes Thema. Es wird auch sehr interessant, wie dann die Crew darauf reagiert. Ich wollte mich eigentlich noch bedanken für euren krassen Support. Und zwar haben wir auf der Theorie mit der Imsummer 2200 Klicks, was echt enorm ist, 60 Likes, was echt eine krasse Leistung ist. Auf jeden Fall danke für euren krassen Support und auch an alle treuen Zuschauer, die immer meine Videos anschauen oder sich die Streams geben. Ihr seid einfach Ehrenmänner, das freut mich wirklich. Und so langsam bleibt es wirklich gut mit meinem Kanal. Wir sind jetzt schon bei den 660 Abos fast. Und ja, Road to 1000k auf jeden Fall, das schaffen wir locker. Und es wird jetzt jede Woche mindestens 2 Streams geben. Das war's eigentlich mit der Theorie, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ist mal eine kleine spontane Theorie gewesen, ohne Skript. Ich kann nicht immer so ein krasses Skript raushauen. Derzeit hat ein bisschen weniger Zeit, aber die Theorie finde ich sehr interessant. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Anime-Banger.